Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Hallo und guten Abend Ihnen allen. Das nicht ganz einfach auszusprechende Wort mit dem doppelten PF können wir alle erstmal zu den Akten legen. Die Impfpflicht für Deutschland ist gescheitert im Parlament. Damit ist auch Olaf Scholz gescheitert mit einem ganz persönlichen Anliegen, das er bereits Ende November als designierter Bundeskanzler hier im Heute-Journal vorgetragen hat. Sie muss zu einem Zeitpunkt kommen, wo auch jeder, der jetzt sich entschließt, sich impfen zu lassen und bisher noch nicht geimpft ist, zwei Impfungen realistisch bekommen haben kann. Deshalb finde ich, wäre es richtig, wenn sie für alle gilt, ab Anfang Februar, Anfang März. Jetzt haben wir Anfang April und der Bundeskanzler hat keine eigene Mehrheit im Bundestag zusammenbekommen. Für einen Gesetzentwurf, dessen Entstehungsweise bereits mehr als mühsam war. Das sollte eine Sternstunde des Parlaments werden. Es wurde parteitaktisches Klein-Klein. Heike Slanski hat mehr. Es war von Anfang an ein Pokerspiel. Keine eigene Mehrheit in der Ampelkoalition, deshalb parteiübergreifende Gruppenanträge, getarnt als Gewissensentscheidung ohne Fraktionszwang. Doch der Plan ging nicht auf. Mit Ja haben gestimmt 296. Mit Schadenfreude bei der AfD, 378. Die Impfpflicht vorerst gescheitert. Enttäuschung dagegen beim Gesundheitsminister, der eigene Koalitionspartner, die FDP, fast geschlossen von der Fahne gegangen. Schuld jedoch sei die Union. Es ist schiefgegangen, dass zunächst einmal die Union sich nicht beteiligt hat an dem Verfahren der Gruppenanträge, sondern als Fraktion einen eigenen Antrag gebracht hat, der eigentlich nur eine Verschiebung des Problems war. Ist es nicht richtig, hier mit dem Finger auf die Unionsfraktion zu zeigen? Wir haben eine politische Idee und die haben wir versucht durchzusetzen. Wenn der Bundeskanzler seine Vorstellungen durchsetzen will, dann muss er sich die Mehrheit in seiner Koalition suchen. Das ist Sinn, Zweck und Hintergrund einer parlamentarischen Demokratie. Es war eine hitzige Debatte. Argumente für und wider der Impfpflicht. Union und FDP fast geschlossen dagegen, SPD und Grüne mehrheitlich dafür. Wir haben den letzten und den vorletzten Corona-Herbst verschlafen. Wir waren nicht ordentlich vorbereitet und wir haben deswegen auch die Interessen unserer Bevölkerung nicht ausreichend gut geschützt. Und es darf uns einfach nicht noch einmal passieren, dann werden wir alle in Verantwortung genommen. Impfungen dienen dem Selbstschutz und nicht dem Fremdschutz. Wenn wir uns auf diese Punkte verständigen können, darf es aus verfassungsrechtlichen Gründen keine Impfpflicht geben. Es ist nämlich nicht die Aufgabe des Staates, erwachsene Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen. Die schärfsten Worte dagegen von der AfD. Ihr eigener Antrag sah vor, die bereits gültige einrichtungsbezogene Impfpflicht zurückzunehmen. Doch auch das Geschichte. Die Impfpflicht ist nicht nur radikal verfassungsfeindlich. Sie ist eine totalitäre Anmaßung, eine Entwürdigung des Individuums. Corona polarisiert. Die Linke bis zuletzt unentschieden, mit nur einem Wortbeitrag präsent gegen die Impfpflicht. Die deutschen Geisterfahrer gegen den Rest der Welt, wo kein Mensch mehr über Impfpflichten nachdenkt und diskutiert. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Der Kanzler und sein Minister hatten ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale geworfen. Impfen ab 18 war mal das Ziel, auf den letzten Metern modifiziert und trotzdem verloren. Eine politische Niederlage und kein Fahrplan aus der Pandemie. Till Steffen ist der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, war eigentlich für die Impfpflicht ab 18, hat dann den jetzt gescheiterten Kompromissentwurf Impfpflicht ab 60 maßgeblich mitverhandelt. Guten Abend, Herr Steffen. Guten Abend, Herr Sievers. Ja, die Strategie war, ohne Fraktionszwang abzustimmen. Dabei war eigentlich damals schon klar, das wird nicht einfach mit einer eigenen Mehrheit für die Ampel. Jetzt haben Sie es nicht geschafft zu überzeugen. Was ist schiefgelaufen? Ja, es war natürlich klar, wenn ein Regierungsentwurf nicht vorliegt, dann ist es kein einfacher Weg. Als Abgeordnete freuen wir uns natürlich auch immer, wenn die Regierung einen Entwurf vorlegt. Aber wenn das nicht der Fall ist bei so einer wichtigen Frage, dann ist es unsere Aufgabe, eigene Gesetzesvorschläge vorzulegen. Das haben wir gemacht, dem haben wir uns gestellt, haben einen Gesetzentwurf vorgelegt für die Einführung einer Impfpflicht.
Und CDU, CSU und FDP, die sind heute ihrer Verantwortung für die Gesundheit unseres Landes nicht gerecht geworden. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Regierung hätte eigentlich einen Gesetzentwurf vorlegen müssen. Das heißt, Olaf Scholz hat handwerkliche Fehler gemacht. Es ist immer schön, wenn die Regierung Entwürfe vorlegt, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass aus dem Parlament, aus der Mitte des Parlaments heraus Gesetzentwürfe vorgelegt werden. Die sind natürlich gleichwertig und am Ende haben die Abgeordneten die Verantwortung, zu einem Gesetzentwurf Ja oder Nein zu sagen. Und heute haben wir gesehen, eine Mehrheit im Haus war nicht bereit, diese Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Gut, dass jetzt die Opposition einen eigenen politischen Erfolg erringen möchte, kann man ja vielleicht gar nicht verübeln. Was sagen Sie denn zur FDP, die ja auch quasi geschlossen von der Fahne gegangen ist, Ihnen von der Fahne gegangen ist? Ich glaube, das ist in der Tat eine Situation, wo wir jetzt vor der Situation stehen, dass Landtagswahlen anstehen und die FDP offenbar hier sich gefragt hat, mit welchem Profil wollen wir in diese Landtagswahlen gehen. Das ist natürlich dann nicht hilfreich, wenn man eine solche Sachfrage sinnvoll beantworten möchte. Und gleichzeitig hat die Union ja gegen ihre inhaltliche Überzeugung, das muss man der FDP immerhin zugutehalten, dass sie ja immer gesagt haben, sie sind da kritisch aufgestellt. Die Union hat aber immer gesagt, wir möchten so eine Impfpflicht. Hendrik Wüst, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, hat das noch kürzlich eingefordert. Und die eigene Bundestagsfraktion hat dann heute gegen den konkreten Gesetzentwurf gestimmt, der eine solche Impfpflicht eingeführt hätte. Das ist tatsächlich inhaltlich schizophren. Gut, gegen Ihren Gesetzentwurf hat sie gestimmt. Reden wir doch mal über diesen Gesetzentwurf. Der war ja ein Flickenteppich. Also es gab ja nur unseren. Also, die Union hat ja keinen vorgelegt. Im Herbst. Ein Flickenteppich, den Sie vorgelegt haben, im Herbst nur ab 60. Dann im September noch mal überprüfen, ob er überhaupt nötig ist. Und die Kriterien bei der ganzen Sache unklar. Da sind Sie ja nicht mit dem allerbesten Werk in die Abstimmung gegangen. Es gibt diesen alten Spruch, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Nein, Politik ist Kunst des Möglichen und natürlich muss es manchmal Kompromisse geben. Wir haben gesehen, es gibt unterschiedliche Initiativen, die wollen in die gleiche Richtung und haben uns dann zusammengesetzt, wie können wir tatsächlich hier zu einer gemeinsamen Linie kommen. Und die Impfpflicht für alle Menschen ab 60 ist natürlich die Impfpflicht für diejenigen, von denen das größte Potenzial ausgeht, dass sie dann schwere Verläufe haben und dann natürlich zu einer Überlastung des Gesundheitswesens führen können. Eine Impfpflicht mit einer vollständigen Impfung aller über 60-Jährigen ab 1. Oktober, das hätte uns natürlich schon eine ganze Menge vorangebracht. Hätte, sagen Sie jetzt, Herr Steffen, wir müssen über das Timing des Ganzen reden. Gerade im Moment gehen die Zahlen ja deutlich runter, die Infektionszahlen. Wir sehen, wie überall, auch in Deutschland, die Maßnahmen auslaufen. Die Koalition hat sich mit all dem ja sehr, sehr viel Zeit gelassen. Und am Ende wirkte die Impfpflicht irgendwie nicht mehr wichtig, auch wenn man sieht, was sonst alles in der Welt passiert. Ja, wir wissen ja ganz klar, wir kriegen im Herbst wieder eine Welle. Wir wissen nicht, mit welcher Variante. Deswegen wissen wir noch nicht ganz, wie schwerwiegend diese Welle werden wird. Aber es war immer klar, wir reden bei dieser Impfpflicht über die drei Impfungen, die wir im Herbst brauchen. Wir reden also niemals über den jetzigen Zeitpunkt. Es ist gut, dass jetzt mehr Freiheiten möglich sind. Aber wir wissen, wenn wir das erhalten wollen, dann brauchen wir eine höhere Impfquote im Herbst. Und dafür sollte die Impfpflicht dienen. Kann der Gesundheitsminister, der ja mit seinem Kernprojekt heute auch gescheitert ist, weitermachen wie bisher? Also wir brauchen natürlich jetzt, müssen uns zusammensetzen als Koalition und müssen jetzt einen schlüssigen Plan auf den Tisch legen und wie wir jetzt mit der Corona-Politik weitermachen. Mit dem Absinken der Inzidenzen, wie Sie es erwähnt haben, ist es nicht vorbei, dass wir uns um Corona kümmern müssen, sondern wir brauchen jetzt, und ich denke, die Ereignisse der letzten Tage machen das auch sehr deutlich, wir brauchen jetzt einen schlüssigen Ansatz für die weitere Corona-Politik. Und nach meiner Überzeugung müssen wir uns vorbehalten, auch wieder zur Impfpflicht zurückzukehren. Ganz, ganz kurz noch, Herr Steffen, bitte. Impfpflicht im Herbst, wird die noch irgendwie kommen oder ist die jetzt komplett durch? Wir müssen uns das vorbehalten. Was heißt denn vorbehalten? Sie sind ja jetzt gerade gescheitert mit dem Vorhaben. Nein, aber ist ja klar, alle haben ja gesagt, wir brauchen natürlich dieses Mittel, wenn wir schwerere Verläufe haben. Das haben ja auch viele derjenigen gesagt, die heute mit Nein gestimmt haben. Und darauf werden wir natürlich zurückkommen. Aber aus meiner Perspektive ist auch klar, wenn wir dazu zurückkehren, dann nur auf Basis eines Entwurfs der Bundesregierung. Sagt Till Steffen, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im ZDF. Heute Journal. Herzlichen Dank, Herr Steffen. Da war er schon weg. Aber wir machen jetzt hier weiter. Die Impfpflicht und was aus ihr wurde. Dazu jetzt der Kommentar hier von Susanne Biedenkopf. Es hat etwas vom letzten Akt eines Trauerspiels. Nach abenteuerlichen Kehrtwenden, verschlimmbesserten Gesetzesentwürfen, erregten Debatten, eine vergeigte Abstimmung. Aus und vorbei. Das war es erstmal mit der Impfpflicht. Eine Blamage für das Hohe Haus? Zu einfach. Denn es ist kompliziert. Das Virus hat sich schneller verändert als der politische Diskurs.
Inzidenzen, die noch im letzten Sommer unvorstellbar waren. Leichte Symptome einer Omikron-Variante, vor allem aber viele Fragezeichen für die Zukunft der Pandemie und keine überzeugende Blaupause für die Impfpflicht. In wirren Zeiten verlaufen auch Entscheidungsprozesse nicht so geradlinig wie die Schienen einer Eisenbahn. Da müssen Wege gesucht, getestet, geändert werden. Und da geht auch mal was richtig schief. Vielleicht müssen wir das Scheitern eines Gesetzesentwurfs einfach aushalten. Es könnte schlimmer sein. Ich freue mich gerade in diesen Zeiten, dass in unserem Parlament gestritten wird, frei von Fraktionszwang, dass Vorlagen abgeschmettert werden und nicht mit halber Überzeugung abzunicken sind, dass unsere Demokratie in sich die Chance der Verbesserung birgt. Verbessern aber kann sich nur, wer Niederlagen anerkennt und daraus lernen will. Am besten kommt die Einsicht vor der nächsten Abstimmung. Und setzen wir, wenn Vater Staat es nicht so einfach richten kann, auf das Prinzip Eigenverantwortung. Denn ohne die hilft auch die schönste Freiheit nichts. Susanne Biedenkopf kommentierte. Und Hanna macht jetzt hier weiter mit schlimmen Nachrichten, die heute Abend aus Israel kommen. Bei einem Anschlag im Zentrum von Tel Aviv sind mindestens 2 Menschen getötet worden. Mehrere weitere Personen wurden verletzt. Laut der Polizei fielen die Schüsse in einer belebten Gegend der Stadt mit zahlreichen Cafés und Bars. Die Sicherheitskräfte forderten die Menschen auf, in ihren Wohnungen zu bleiben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. In den vergangenen 2 Wochen waren in Israel bei einer Anschlagsserie 11 Menschen getötet worden. Der US-Senat hat vor wenigen Stunden Ketanji Brown Jackson als neue Verfassungsrichterin am US Supreme Court bestätigt. Jackson wird damit die erste schwarze Richterin am obersten Gericht in der Geschichte der USA. Das Votum galt trotz der nur knappen demokratischen Mehrheit im Oberhaus als sicher, da auch 3 republikanische Senatoren ihre Zustimmung angekündigt hatten. Jemens Präsident Hadi hat überraschend seine Macht an einen neu gegründeten Präsidialrat abgetreten. Das neue Gremium soll das Land übergangsweise führen und außerdem mit den Houthi-Rebellen über eine Lösung des jahrelangen Konflikts verhandeln. Seit 2015 tobt im Jemen ein Stellvertreterkrieg mit Hunderttausenden Toten. Dabei unterstützen Saudi-Arabien und andere Golfstaaten die jemenitische Regierung und Iran die Houthi-Rebellen. Erst am Samstag hat eine 2-monatige Waffenruhe begonnen. Ein türkisches Gericht hat den Prozess um die Ermordung des saudi-arabischen Bloggers Khashoggi gestoppt. Stattdessen soll das Verfahren nun in Saudi-Arabien stattfinden. Menschenrechtler kritisieren, dass mit dieser Entscheidung die letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit verstreichen würde. 2018 war Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Saudi-Arabien getötet worden. Rund 5 Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist CDU-Umweltministerin Heiner Esser zurückgetreten. Hintergrund ist eine Mallorca-Reise der Umweltministerin kurz nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli. Heute war bekannt geworden, dass sie dort gemeinsam mit Kabinettskollegen den Geburtstag ihres Mannes feierte. Zuvor hatte Heiner Esser noch angegeben, lediglich ihre Tochter abgeholt zu haben. Die Opposition hatte die Ministerin heute zu dem Rücktritt aufgefordert. In Nordrhein-Westfalen haben 49 Menschen durch die Flut ihr Leben verloren. Die EU-Staaten haben ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Darin enthalten ist auch ein Importstopp für russische Kohle. Nun ist außerdem klar, dass es eine 4-monatige Übergangsfrist dafür geben wird. Das hatte unter anderem Deutschland gefordert. Weiterer Teil des Sanktionspakets ist ein vollständiges Transaktionsverbot zu Lasten 4 wichtiger russischer Banken und russische Schiffe sowie von Russland betriebene Schiffe dürfen nicht mehr in EU-Häfen einlaufen. Die UN-Vollversammlung hat die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat ausgesetzt. Damit reagierten die Vereinten Nationen auf Berichte über russische Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine. Russland verliert damit alle Rechte seiner Mitgliedschaft und darf nicht mehr an den Sitzungen teilnehmen. 24 Mitglieder stimmten gegen die Suspendierung, darunter auch China. Was passiert, wenn das eine wichtig ist und das andere auch, aber eine Bundesaußenministerin sich nun mal nicht zweiteilen kann, war heute am Terminplan von Annalena Baerbock zu sehen. Sie war schon in Brüssel beim NATO-Treffen wegen des Ukraine-Krieges und musste dann zurück nach Berlin. Wegen der Impfpflichtabstimmung. Ihre Stimme hat die Niederlage für die Impfpolitik der Regierung nicht verhindern können. Darüber haben wir ja schon berichtet.
Und auch in Brüssel bahnt sich etwas an, was bei der Bundesregierung durchaus Stirnrunzeln verursachen dürfte. Wahrscheinlicher sind Kopfschmerzen. Die Ukraine fordert Kriegswaffen, speziell von Deutschland. Insgesamt plant die NATO eine deutliche Ausweitung der militärischen Unterstützung. Ein radikaler Kurswechsel, wie Florian Neuhahn berichtet. Es ist 9:30 morgens an diesem Donnerstag und die deutsche Außenministerin hat erstmal keine Zeit mehr für die NATO. Der Kanzler hat gebeten, zurückzureisen nach Berlin zur Abstimmung über die Impfpflicht. Wenigstens an ihr soll es nicht scheitern. Wer hat Zeit und wie viel? Das ist eine der Fragen dieser NATO-Tagung. Und der eingeladene Außenminister aus der Ukraine beklagt, dass manche sich zu viel Zeit lassen. Er meint Deutschland. Was mich am meisten besorgt, ist, wie lange Entscheidungsprozesse in Berlin dauern. Denn während Berlin Zeit hat, hat Kiew das nicht mehr. Am 42. Tag des Krieges in seiner Heimat wird Dmytro Kuleba bei der NATO in Brüssel erstmal geherzt. Von beinahe jedem. Was er aber will, sind Waffen. So schnell, so viele wie möglich. Stärkere als bisher. Noch auf dem NATO-Gipfel vor 2 Wochen hatten sie eigentlich verabredet, keine Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Zu groß die Sorge, dadurch in diesen Krieg gezogen zu werden. Doch die Bilder der Kriegsverbrechen, der Zerstörung, heute etwa aus Borodjanka, 60 Kilometer von Kiew entfernt, lassen die NATO-Verbündeten ihren Kurs ändern. Die klare Botschaft des heutigen Treffens ist, dass die Alliierten mehr tun sollen und bereit sind, mehr zu tun, um die Ukraine auszustatten. Wir sind uns der Dringlichkeit bewusst. Wir gucken tagtäglich, was sie unserer Meinung nach am meisten benötigen. Einschließlich neuer Waffensysteme, die sie bisher nicht bekommen haben. Öffentlich nennt niemand Details, aber es geht um Panzer, wie Tschechien sie bereits geliefert hat. Folgen andere gar Deutschland? Die Ukraine hätte gern Panzer vom Typ Marder, ausgemustert von der Bundeswehr. Unklar, ob sie schnell einsatztauglich gemacht werden könnten. Die Außenministerin sagt weder ja noch nein. Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine und deswegen schauen wir uns auch gemeinsam all das an, was es zu einer besseren Verteidigung in Zukunft der Ukraine brauchen könnte. Während Berlin noch überlegt, öffnet sich anderswo ein Zeitfenster für eine möglicherweise historische Umwälzung. Schweden und Finnland sind wie immer bei diesen Treffen zu Gast bei der NATO und bald mittendrin. Beide Länder historisch neutral, in der EU aber nicht in der NATO. Doch unter dem Eindruck des Krieges, den der Nachbar Russland führt, ändert sich die Stimmung radikal. Dieser militärische Angriff zeigt doch, was Russland in der Lage ist, zu mobilisieren. Und das ändert die Einschätzung der Sicherheitslage in vielen europäischen Staaten, auch in Finnland. Sollten beide Länder wollen, sie bekämen, was die Ukraine jahrelang herbeisehnte, im Eiltempo die Aufnahme in die NATO. Ein Wunsch, den die Ukraine aufgegeben hat. Als der Außenminister am Nachmittag abreist, hat er stattdessen seine Waffenwunschliste hinterlassen und die Botschaft, dass ihnen daheim die Zeit davonrennt. In Moskau spricht der Kreml heute von einer gewaltigen Tragödie. Und meint damit nicht den eigenen Angriffskrieg gegen die Ukraine, all die Toten und Vermissten dort, sondern die russischen Soldaten, die umgekommen sind. Der Satz des Sprechers von Präsident Putin ist dennoch bemerkenswert, weil es ihn so bislang nicht gegeben hat. Wir haben bedeutende Verluste, sagt Dmitri Peskow. Christian Semm ist unser Moskau-Korrespondent. Guten Abend, Christian. Ist das jetzt ein Wendepunkt in der Staatspropaganda? Oder kommt man einfach auch im Kreml nicht mehr an der Tatsache vorbei, dass immer mehr Soldaten tot nach Hause kommen? Ich würde sagen, es ist tatsächlich beides, wenn man die beiden Sachen jetzt so zusammenfasst. Es ist einerseits natürlich sehr bemerkenswert, dass Peskow diese Aussage so öffentlich trifft. Denn man darf nicht vergessen, dass das Reden über die Totenzahlen, über die Opfer in einem Krieg, dass das hier als Staatsgeheimnis gilt. Und wenn jetzt Peskow sagt, dass es viele sind, verbietet sich jetzt eigentlich über die Zahlen zu diskutieren. Wir können die Bandbreite ja noch mal kurz beschreiben. Die Ukraine spricht von rund 19.000. Die letzte offizielle russische Zahl war über 1.300. Also wir können davon ausgehen, dass es viele sind. Wie viele
wissen wir nicht und dazu kann man nichts sagen. Andererseits zeitgleich laufen im russischen Staatsfernsehen auch Bilder, auf denen angeblich russische Soldaten gezeigt werden, die brutal getötet werden, angeblich von Ukrainern. Also man will mit dieser Aussage auch gleichzeitig, glaube ich, auch zeigen, wer dafür verantwortlich ist. Christian Semm, herzlichen Dank für diese Einschätzung live aus Moskau. Und gleichzeitig bangen Sie in der Ukraine vor dem, was Russland als nächstes plant. Eine Großoffensive im Osten könnte bevorstehen und weiteres Leid bringen. Auch und gerade für die, die nicht verstehen, was da passiert in ihrer Welt. Die mit Kinderaugen mehr Horror gesehen haben, als selbst Erwachsene ertragen könnten. Jörg Brase berichtet. Schattenkrieger heißt das Spiel, das Mischa manchmal auf dem Handy spielt. Mischa ist 6 Jahre alt. Vor einem Monat kam er aus Charkiw im Osten der Ukraine. Dort erlebte er den echten Krieg. Ich bin mit meiner Mutter, meiner Schwester, meiner Tante und meinem Cousin gekommen, sagt er. Tagelang hockte Mischa in Charkiw mit seiner Familie im Luftschutzkeller. Bombardierungen und Flucht haben bei dem 6-Jährigen ihre Spuren hinterlassen. Die Explosionen waren schrecklich. Der Junge bekam große Angst und er hat nachts nicht mehr geschlafen. Er hat oft geschrien und begann zu stottern. Außerdem hatte er nervöses Augenzucken. Hier in Lemberg ist der Krieg noch weit weg. Psychologen kümmern sich um traumatisierte Kinder wie Mischa. In dem ehemaligen Kurhotel am Stadtrand von Lemberg sind 90 Flüchtlinge untergekommen, Mütter mit ihren Kindern. Psychologin Irina bietet für die Älteren Gesprächsgruppen an. Sie ist selbst Flüchtling aus Lugansk, versucht den Jugendlichen mit der Verarbeitung der eigenen Kriegserfahrung zu helfen. Wenn ich die Sirenen höre, sage ich mir als erstes, dass es zu meinem Schutz ist, dass die Sirene keine Gefahr bedeutet, dass sie mir hilft, mein Leben zu retten. Außerdem mache ich keine langfristigen Pläne mehr, so wie früher, sondern nur noch kurzfristige. Für heute, für die nächste Woche, den nächsten Monat. Für die Kleinen gibt es Maltherapie. Wir fragen sie nie nach ihren Erlebnissen, sagt die Psychologin, um sie nicht nochmal zu traumatisieren. Wenn sie etwas wissen wollen, antworten wir ehrlich. Kyrill floh mit seinen Eltern aus Kiew. Sein Vater brachte sie in Sicherheit, ging dann zurück, um die Hauptstadt zu verteidigen. Das machte ihm Angst, sagt Kyrills Mutter, die draußen vor der Tür wartet. Danach kam mein Sohn und fragte mich, wird Papa getötet? Ich sagte ihm, ich weiß es nicht, alles kann passieren. Kyrill ist schon 6 Jahre alt, aber danach begann er einzunässen. Und das tut er wie ein Baby, tagsüber und in der Nacht. Nach den ersten Sitzungen geht es Kyrill schon etwas besser. Die Kinder malen sich ihre Ängste von der Seele. Sie spüren die Anspannung, auch die Angst der Eltern, wie Myron. Er kommt aus der Gegend von Lemberg, hat nie selbst Angriffe gesehen oder gehört. Und doch malt er, wie die Panzer kommen. Um die Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, geht es jetzt gerade im Moment im Kanzleramt, Ministerpräsidentenkonferenz. Das sind natürlich viele einzelne Schicksale. Und dennoch hört sich die Tagesordnung der Bund-Länder-Gespräche sehr juristisch-bürokratisch an. Denn hinter all den Fragen Unterbringung, Gesundheitsversorgung, Schule, Jobs steht eine große Frage, nämlich wer bezahlt. Theo, guten Abend. Das hieß immer, das ist eine große Gemeinschaftsaufgabe. Heißt es das immer noch? Ja, da sind sich alle Bund und Länder weiterhin einig. Die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge steht völlig außer Frage. Weniger weit offen als das Herz, allerdings ist das Portemonnaie bei vielen Beteiligten. Und auch das ist ja kein unvertrautes Phänomen, wobei es angesichts der aktuell ja extrem angespannten Haushaltslagen nochmals verstärkt zu sein scheint. Es ist verbunden mit der großen, alles auch unkalkulierbar machenden Frage, wie viele Flüchtlinge kommen noch zusätzlich, insbesondere wenn der Krieg immer grausamer wird. Und geht es dabei um Monate oder geht es um Jahre? Was ja angesichts der dramatischen Zerstörung auch nicht unrealistisch ist. Bisher sind die Länder in Vorleistung gegangen und wollen jetzt nicht nur, dass der Bund ihnen für die zurückliegenden Monate eine Pauschale bezahlt, sondern dass er sich auch sehr deutlich an den künftigen Kosten beteiligt. Der Bund wiederum hat schon 2 riesige Schattenhaushalte am Bein und will den Ländern keine Blankoschecks ausstellen. Ich höre, dass aktuell im Kanzleramt im kleinen Kreis ein Kompromiss ausgelotet werde, aber
Die politische Nacht ist ja noch jung. Ist denn irgendwie absehbar, Theo, wie dieser Kompromiss dann aussehen könnte? Und was ja auch eine wichtige Frage ist, wäre das dann eine Sonderlösung quasi, also nur für Ukraine-Flüchtlinge, oder gilt die dann für alle anderen auch? Ja, ist interessant. In der Frage liegt im Grunde genau eines der Probleme. Wenn die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, wie von den Ländern jetzt gefordert, Grundsicherung bekommen, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger, dann würden sie sich von anderen oder von vielen anderen Flüchtlingen unterscheiden. Dann bekämen die Ukrainer höhere Leistungen, eine bessere Gesundheitsversorgung und eine frühere Unterstützung beim Einfädeln in den Arbeitsmarkt. All das ist jedem zu wünschen, hieße aber in der Tat eine Besserstellung zu anderen. Auch das gilt es da heute Abend im Kanzleramt zu bedenken. Also wird spannend, wird möglicherweise auch ungemütlich, so wie das Wetter hinter dir. Theo, herzlichen Dank für diese Einordnung heute Abend. Und wir bleiben beim Geld. Nochmal Hanna. Langsam, aber sicher wird es immer spürbarer. Das Leben wird teurer. Die Inflation in der EU hat gerade erst einen Rekord erreicht. Damit steigt mehr und mehr auch der Druck auf die Notenbanken. Und da könnte es bald Bewegung geben. Zumindest, Stephanie Barrett, mehren sich im Rat der Europäischen Zentralbank die Stimmen für eine Zinswende. Ja, es scheint tatsächlich die Zeit reif für eine Zinswende in der EU. Nicht sofort, aber wahrscheinlich im Spätsommer. Das geht aus den jüngsten Protokollen der EZB-Sitzung hervor, die hier heute in Frankfurt bekannt wurden. Darin heißt es, eine hohe Anzahl von Mitgliedern sei für sofortige Schritte zur Normalisierung der Geldpolitik, um die anhaltend hohe Inflation einzudämmen. Ob die EZB allerdings die Inflation tatsächlich noch einfangen kann, ist umstritten. Denn die Preise werden aktuell vom knappen Angebot getrieben und wir werden vorerst weder mehr Nägel noch Holz bekommen, nur weil die Zinsen steigen. Zudem verschärft der Ukraine-Krieg die Energie- und Lebensmittelpreise. Aber dennoch, es wäre ein wichtiges Signal, denn der Leitzins liegt aktuell auf dem Rekordtief von 0%. Der Einlagenzins, den Banken bei der EZB zahlen müssen, sogar bei minus 0,5%. Vielen Sparern wäre schon geholfen, wenn dieser Strafzins wegfiele. Den Kritikern reagiert die EZB zu zögerlich. Denn die USA, die gehen, wie gestern bekannt wurde, in diesem Jahr mit mehreren entschlossenen Schritten voran. Ende des Jahres könnte der US-Leitzins sogar in einer Spanne von über 2,5% liegen. In den Staaten ist der Inflationsdruck allerdings auch sehr viel größer. Deshalb ist anzunehmen, dass die EZB eher eine langsamere Gangart an den Tag legt. Eine stabile Erholung ist hier am Aktienmarkt hier nicht in Sicht. Krieg und drohende Stagflation machen es dem DAX weiterhin schwer. Danke, Stefanie, nach Frankfurt. Ein Ergebnis vom Fußball. Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League haben sich RB Leipzig und der italienische Erstligist Atalanta Bergamo unentschieden getrennt mit 1:1. Und es gibt eine amtliche Unwetterwarnung. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Orkanböen und orkanartigen Böen in höheren Lagen der Südhälfte Deutschlands. Eine Aufnahme der kanadischen Fotografin Amber Bracken ist zum Pressefoto des Jahres gekürt worden. Das Bild erinnert an 215 indigene Kinder, deren Gebeine letztes Jahr in Kanada auf dem ehemaligen Gelände einer katholischen Internatsschule entdeckt wurden. Der Fund des Massengrabs nahe der Stadt Kamloops hatte das Land zutiefst erschüttert. Jahrzehntelang waren Kinder von Ureinwohnern zwangsweise in Internate gesteckt worden, um sie dort umzuerziehen. Und das war unsere Welt an diesem Donnerstag. Gleich nach uns hier im ZDF jetzt Werte, Waffen, Wirtschaftskraft mit aller Macht gegen Putin. Eine sehr spannende Runde bei der Kollegin Maybrit Illner. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Kaltfront, die uns heute überquert hat, mit Schauern, Gewittern und Sturm bis ins Flachland, schmiegt sich allmählich an die Alpen an. Ja, und das nächste Tief wartet schon draußen auf dem Atlantik, kommt von der Biskaya mit der Feuchtigkeit, bringt Regen, Schnee und viel Wind mit. Und den schauen wir uns genauer an. Im Norden Deutschlands gibt es Geschwindigkeiten bis 80 km/h. In der Mitte wird es allmählich weniger, bei 65 km/h. Und mit dem neuen Tief
100 Kilometer pro Stunde im Tagesverlauf. Das verlagert sich langsam nach Osten. In der Nacht liegt die Kaltfront im Süden und da regnet es. In der Mitte regnet es ebenfalls, in den höheren Lagen fällt Schnee bei tiefsten Temperaturen von 2 Grad im hessischen Bergland und 9 Grad im Südwesten Deutschlands. Morgen kommt es tief von Westen und erwischt hauptsächlich die Südhälfte Deutschlands. Und dann auf der Westseite der Mittelgebirge teils kräftiger Regen, teils Dauerregen, dazu Gewitter und Schauer. Zum Abend dann in der Mitte auch Schneefall in den Mittelgebirgen und auch im Westen. Das kann durchaus markant sein. Nach Norden hin gibt es Sonnenschein und das bei höchsten Temperaturen von 5 Grad Richtung Eifel und 14 Grad im Südwesten Deutschlands. Und auch im Süden bleibt es relativ mild. In den nächsten Tagen wird es ziemlich durchwachsen sein, vor allem am Samstag noch mit Schauern und Gewittern und Sturm bei 4 bis 11 Grad. Am Sonntag wird es allmählich weniger und spätestens Montag ist es wärmer und sonniger. Damit einen schönen Abend.